Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Im neuesten Video der Entwickler haben diese über das Sea of Thieves Universum gesprochen und dass dieses noch zahlreiche Neuerungen bereithalten wird. In diesem Zug kam das Lorebuch von Sea of Thieves vor. Es wurde gesagt, dass die Inhalte, die in diesem Buch sind, irgendwann in das Spiel implementiert werden sollen und dass sie nicht alleine dafür da sind, dass eine Geschichte in einem Buch erzählt werden kann. Ich habe mir das Buch geschnappt und mal durchgeblättert, was man alles so finden kann, was noch nicht im Spiel ist. In diesem Video geht es alleine um die Bilder, die im Buch gezeigt werden und noch nicht um alle Texte und Inhalte. Für das zweite Video, wo es dann um den Text geht, brauche ich ein wenig mehr Zeit. Aber fangen wir einfach mal mit den Bildern an. Das erste sind weitere Waffen. Das Buch zeigt neben neuen Arten von Schwertern auch Dolche und Pistolen, welche sogar doppelläufig sind und nicht nur eine Kugel verschießen können. Es gibt auch schon im Artbook ein paar Bilder darüber, wie diese Pistolen aussehen können. Das zweite zeigt weitere Tiere und bei ein paar ist bereits jetzt schon klar, dass sie bald kommen werden. Das erste ist eine andere Form von Schweinen. Die Rede ist dabei von einem, das einem normalen Wildschwein sehr nahe kommt. Dieses Schwein findet man sogar bereits jetzt im Spiel, einmal in der Taverne und auch auf Devil's Ridge in Form von Wandmalereien. Wobei die Malereien neben dem normalen Schwein auch ein deutlich größeres und gefährlicheres Schwein zeigen, was auch wieder einen neuen Gegner anteasern könnte. Ein weiteres Tier ist die Katze, was soweit nicht gänzlich neu ist, da dieses ja als Haustier kommen soll. Auf der gegenüberliegenden Seite im Buch werden aber die Ratten oder Mäuse abgebildet. Zu diesen meinten die Entwickler noch zu Beta-Zeiten, dass diese eine Funktion auf dem Schiff übernehmen sollen, indem sie euch signalisieren, dass Wasser unter Deck eintritt und man schauen sollte, ob nicht irgendwo ein Leck sei. Auch bei Sturm sollen diese dann an Deck kommen, um sich vor dem Wasser zu schützen. Eventuell würden diese ja zusammen mit den Haustieren kommen. So könnten die Katzen dann diese zum Beispiel fangen. Das letzte Tier ist die Krabbe. Schon zweimal in Trailern gesehen und bis jetzt leider immer noch nicht im Spiel. Eventuell werden diese ja mit dem Update Forsaken Shores kommen, da man ab diesem Update ja angeln können soll. Die folgende Seite ist weniger ein Bild, zeigt aber eins von zwei Tavernenspielen, welches ins Spiel kommen soll, in diesem Fall ist es das Spiel Carnath. Auf der zweiten Seite ist noch das Spiel Liar's Dice zu sehen. Viele Spieler wünschen sich Tavernenspiele und auch Spiele, die man an Bord spielen kann, um so die Wartezeit zu überbrücken. Eventuell wird dieses ja bald in das Spiel implementiert. Im Merch-Shop von Sea of Thieves gibt es ja bereits schon ein Kartenspiel, wo dann eine Anleitung dabei ist, wie dieses Spiel genau zu spielen ist. Das letzte Bild zeigt wohl das Geheimnisvollste, was das Lorebuch zu bieten hat, nämlich eine weitere verfluchte Truhe. Zu dieser habe ich bereits ein Video gemacht und Spekulationen aufgestellt, welchen Fluch sie mit sich bringt. Eine Idee war, dass sie einen lauten Schrei ausstößt und den Kraken herbeiruft. Ob das stimmt, ist natürlich sehr fraglich, es könnte auch alles Mögliche sein. In dem Lorebuch gibt es natürlich noch mehr zu entdecken. Ich werde bei Zeiten mir dieses genauer anschauen und wenn es noch mehr interessante Dinge gibt, werdet ihr es hier erfahren. Das wäre es soweit dann von meiner Seite, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.